was man nicht im Kopf hat. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Hallo, herzlich willkommen zum 82. Germanstock. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit gehabt die letzten 3 Wochen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt Zeit mitgebracht. Denn ihr wisst ja, das Prozedere, die Vlogs können mitunter etwas länger werden. Wieso es so eine lange Pause gab, dazu werde ich dann gleich kommen. Und zwar zu dem Punkt Erklärung. Und damit mache ich mal ein Splitto. Und kommen wir zum Wetter. Momentan ist es erfreulich regnerisch. Ja, ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, wieso erfreulich regnerisch? Ich will Sonne haben. Ich will wieder schönes Wetter haben. Ich hatte da neulich mit Veni eine Diskussion, wieso ich so ein bisschen Regen fixiert bin. Hintergrund ist einfach, meine Großfamilie hat ein kleines Waldstück. Und dementsprechend kriege ich natürlich auch mit, was das Wetter so für Auswirkungen auf die Natur hat. Und das letzte Jahr tat dem Wald überhaupt nicht gut. Aufgrund des trockenen Klimas, der Grundwasserpegel ist natürlich stark gesunken. Das, was jetzt seitdem nachkam, hat noch nicht ausgereicht, um das wieder auszugleichen. Und das Problem ist außerdem auch noch der Borkenkäfer. Für diejenigen, die nicht wissen, der Borkenkäfer ist so ein schönes kleines Insekt, das einige Bäume, ich glaube bevorzugt Fichten, aufsucht, sich in die Borke eingräbt, daher auch der Name, und die Bäume dann dadurch zerstört. Das hat die Auswirkung, dass der Holzmarkt, weil wer einen Wald hat, der will natürlich auch ein bisschen Holz haben und die vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen, weil Forstwirtschaft ist auch Wirtschaft. Und der Holzmarkt ist halt aufgrund der Tatsache, dass es halt durch den trockenen Sommer sehr viele Bäume verloren gegangen sind und durch den Borkenkäfer, dass da auch schon sehr viele Bäume angefangen sind, der ist praktisch zusammengebrochen. Man kriegt kaum Bäume los. Und wenn, allerhöchstens zum Nulltarif. Was halt für diverse Forstwirtschaften, die halt davon leben, dass sie Bäume verkaufen, der absolute GAU ist. Und dieses Jahr soll der Sommer auch schon wieder extrem trocken werden. Ja, deshalb, wie gesagt, wir brauchen Regen. Regen, 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 Regen. Es kann nicht genug regnen, bis halt wirklich der Sommer kommt. Je mehr es regnet, umso besser kann der Wald und kann die Natur den Sommer überstehen. Je weniger es regnet, je heißer und trockener es wird. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr an diese Bäume gewöhnt, die halt überall herumstehen. Weil wenn es so weitergeht, sind die bald putt. Weil irgendwann kriegen die kein Wasser mehr, der Grundwasserspiegel ist dann halt gesunken, die Wurzeln reichen da nicht ran und ja, egal. Wir brauchen Regen. Regen, 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 Regen. So für das Wetter. So, die Erklärung. Wieso zum Geier hat es die letzten 3 Wochen keinen Vlog gegeben. Das hat vor allen Dingen zeitliche Gründe. Die letzten 3 Wochen waren für mich einfach extrem stressig. Es gab sehr viele Sachen, die halt meine Freizeit aufgefressen haben. Zunächst einmal der letzte reguläre es hätte ein Germanstock für das Speedcom noch geben sollen. Da war allerdings das Problem, die Speedcon hat, glaube ich, am, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, Mittwoch oder Donnerstag fing die an. Ja, Mittwoch fing die an. Die Speedcon fing am Mittwoch, den 10. April an.
Und da war das Problem, ja, ich hätte noch so viel zu tun, nicht nur German Stuff, also so viel zu tun. Und zwar nicht German Stuff, sondern halt auch anderen Stuff, andere Sachen, für die ich aktiv bin. Dann musste ich mich für die Runs auf für die, die ich bei der Speedcon kommentiere, vorbereiten. Hier und da gab es noch ein paar Kleinigkeiten. Wo hätte ich da die Zeit nehmen sollen? Ich habe dann lieber gesagt, ich lasse jetzt den Vlog ausfallen, konzentriere mich darauf, möglichst viel von dem ganzen Kram zu schaffen, bevorzugt den German-Kram, also vorbereiten für die Commentaries und so, und lasse den Vlog wirklich links liegen. Das war die richtige Entscheidung. So, die Speedcon endete am Montag irgendwann in der Nacht. Theoretisch hätte ich dann den nächsten Vlog, hätte ich dann wieder einen Vlog machen können, halt am Zeiten, am 15. April. Nun war es allerdings so, dass ich dann schon wieder am Mittwoch wegfuhr, wegen Ostern. Meine Familie, meine Eltern sind ja nicht immer noch nicht mehr die Jüngsten und ich unterstütze sie so gut es geht. Und die haben halt Priorität. Nur wie gesagt, so viel zu tun. Nicht German Stuff. Also habe ich mich lieber darauf konzentriert, anstatt den Vlog aufzunehmen. So, ich bin dann eine Woche weggeblieben, bin dann am, wann war das? Mittwoch, nee, Dienstag wieder zurückgekommen, also Dienstag letzte Woche. Hatte 2 Tage Zeit halt für German und für sonstigen Krempel, ehe ich dann am Freitag dann schon wieder weggefahren bin. Das heißt, die letzten 3 Wochen waren für mich quasi Stress pur. Weil Ostern, da hatte ich auch genug zu tun für mit meiner Familie und so. Es war eine schöne Zeit und ich habe es genossen, aber ich bin froh, dass ich jetzt halt, sorry, wurde jetzt eben angeschrieben. Das war leider ein Programm, das ich nicht schließen konnte. Das Gute ist, ich bin jetzt bis Pfingsten werde ich nicht verreisen. Ich habe es auch bitter nötig, weil ich so das schlaucht dann trotz schlaucht dann immer noch. Einfach weil, ja, man ist nicht zu Hause, man ist nicht in seiner gewohnten Umgebung. Das Schlimme war auch noch Ostern, da wo ich da gab es kein Internet. GG, kann ich da nur sagen. Naja, wie gesagt, jetzt bin ich da. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber so einen Vlog aufzunehmen, das dauert doch nicht allzu lange. Einfach nur eine halbe Stunde so in die Kamera quatschen. Was dabei halt gerne vergessen wird. Es geht ja nicht nur darum, den Vlog aufzunehmen. Es geht auch dann darum, dass ich dann auch nur die Zusammenfassung schreibe. Und die Zusammenfassung ist es halt, die sehr zeitintensiv ist. Ich brauche für die Zusammenfassung eines 30-Minuten-Vlogs gerne mal so eine Stunde, anderthalb, um den Text halt zu schreiben. Ich muss halt herausfinden, wo die Zeitmarken sind. Ich muss mich erinnern, okay, das und das habe ich halt erzählt. Das und das muss ich halt niederschreiben. Ich muss es so niederschreiben, da niederschreiben, muss das Ganze nochmal korrigieren und so weiter und so fort. Der Vlog ist eine schöne Sache. Es macht mir Spaß, den Vlog aufzunehmen. Nur darf man halt nie vergessen, das kostet alles irgendwo auch Zeit und ich hatte die letzten 3 Wochen einfach schlicht und ergreifend keine Zeit dafür. Die Restreams gingen vor, der ganz andere Campbell ging vor und ja. Da lasse ich den Vlog lieber ausfallen. Aber okay, so viel dazu. Ich will auch nicht herumjammern. Ich will einfach nur sagen, ich habe euch nicht vergessen, Leute. Ich habe das Feedback oder die Anfragen im Discord durchaus gelesen. Und wenn ich manchmal etwas dann pampig klang, dann lag das einfach daran, ja, Zeit. Ich war da meistens zwischen zwei Projekten oder gerade am Schreiben, dann kriege ich so eine Anfrage und
Ich muss da noch ein bisschen daran arbeiten, dass ich denn nicht ganz so genervt klinge. Aber das ist leichter gesagt als getan. Es tut mir leid. Freue dich jetzt einfach auf die nächsten kommenden Wochen. Nächste Woche wird es keinen Vlog geben, weil da haben wir Aperture Limit Break. Da komme ich aber noch gleich zu. Und ja. Aber danach wird es wieder regelmäßig Vlogs geben. Bis halt Pfingsten und dann, naja. Ihr kennt das ja. In dem Sinne mache ich einen Splitto und komme zur Speedcon. Ich muss jetzt kurz zwei Sachen machen. Einmal das Intro-Video ausschalten. Das ist nicht euer verdammter Ernst. Bitte, nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber bei mir im Haus wird gerade irgendwie renoviert, gebohrt, was auch immer. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte jetzt den perfekten Zeitpunkt erwischt, wo ich jetzt den Vlog aufnehmen könnte, aber... ist nicht. Ich... ja, okay. Ja, die haben jetzt gerade aufgehört. Ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen improvisiert wieder anfangen. Fertig. Fertig, würde ich sagen. Kommen wir zu Speedcon. So, die Speedcon. Ich muss sagen, das war wirklich ein Erlebnis, ein sehr positives Erlebnis. Ich werde jetzt nicht aufhören, den Vlog aufzunehmen, nur weil ihr gerade meint, irgendwie bohren zu müssen. Ich ziehe das jetzt knallhart durch. So, Speedcon war ein positives Erlebnis. Ich lehne mich sogar insoweit auf dem Fenster, als dass das eines der schönsten Speedrunning-Events war, die ich jemals hier bei German kommentiert hatte. Okay. Ich zieh das durch. Also kann gerne puren. Ich werde so lange hier den Vlog aufnehmen, bis ich halt durch bin. Ich habe keine Lust, den Vlog schon wieder neu anzufangen. Dazu fehlt mir die Zeit. Sorry für diejenigen, die jetzt halt sich von dem Geräusch stören. Willkommen in einem Mehrfamilienhaus. Oder Mehrfamilienmietshaus, besser gesagt. Irgendwann gibt es halt immer eine Wohnung, die renoviert wird. Und das ist anscheinend jetzt gerade der Fall. Was ich an diesem Event so gut fand, war wirklich die Mischung aus bekannten und eher unbekannten Runs. Prince of Persia 2008 zum Beispiel hatte ich noch nie bei einem Event. Und ich muss sagen, es war ein interessanter Run. Sehr broken. Sehr viel Sequence Break und ja, mir hat es Spaß gemacht. Dann auch diverse andere Sachen, also El Matador zum Beispiel, Breath of the Wild natürlich mit Raumfalke, Majora's Mask, Tavi Talks und so weiter und so fort. Also, es war wirklich ein wunderbares Event. Mit einigen Neuentdeckungen. Als nächstes einmal MVP Nummer 1 dieses Event war einfach Naga Kuga, der wiederholt gesagt hat, ja, hier, ich habe gerade Zeit, ich bereite mich mal für den Run vor, weil wir da gerade eine Lücke hatten. Respekt und Hut ab. Naga Kuga hat jetzt auch bei Arbage Limit Break spontan einen Run übernommen. Also auch da, danke dir.
Dann der JK X-Wing, der auch gesagt hat, ja, hier, hör mal, ich habe Zeit, ich kann diesen den Run nochmal kurz mit übernehmen. Auch das, super. Das hat halt wirklich uns, ich weiß nicht, das hat uns den Arsch gerettet, aber es hat uns irgendwo den Arsch gerettet. wer war da noch? Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr. Namen sind bei mir halt einfach zu oft Schall und Rauch. Ah, hier, Sir Kaishi. Der sich über unser Formular angemeldet hat. Also. Formular. Die Leute wissen es vielleicht nicht, Ziff. Also, Sir Kaishi. Was wir jetzt aktuell machen, was ich mir auch ein bisschen von Speedgaming Deutsch abgekupfert habe, dass, dass ich halt jedes Mal, wenn das Planungsschedule halt durch die üblichen Kanäle ist, sprich, wenn wir es intern abgearbeitet haben, wenn wir es den Runnern vorgelegt haben und wenn wir es den externen Kommentatoren vorgelegt haben, die vielleicht nicht gerade im Runner-Discord sind, dass ich dann eine Liste mache, wo uns gerade noch Kommentatoren fehlen. Und diese Liste dann im Community-Discord poste und das auch via Twitter geteilt wird. Dass wir halt da explizit nach Leuten suchen, die uns beim Kommentieren unterstützen können. Und Sir Kaishi, Premiere quasi, einer der ersten, der das gemacht hat. Bist du fertig? Gut. An dieser Stelle danke dir, Sir Kaishi. Schade, dass es mit deinem Gedankengang 64 nicht hingehauen hat, aber nun gut, vielleicht ein anderer Mal. Wir hatten also drei Leute zusätzlich zu den anderen Jungs und Mädels, die uns halt normalerweise immer unterstützen, die dann einfach eingesprungen sind oder so von vornherein sich weiter erklärt haben, Lücken zu kommentieren. Natürlich darf man auch die Leistung einer Traumfalke nicht vergessen, die dann gesagt hat, ja, ich hab an den Tagen mir ein bisschen Zeit genommen, ich mach einfach mal mit. Hollow Knight, möchte ich da hervorheben. Wir haben da vergessen, das Schedule zu aktualisieren. Der ursprünglich geplante Hauptkommentator ist nicht aufgeplant und Traumfolge einfach so, ach ja, ich kenne den Run, ich kommentiere das jetzt einfach. Traumfolge, du bist eine Wucht in Tüten. Also wirklich. Du hast bei mir und auch bei den anderen, denke ich einfach mal, diverse Steine in diversen Brettern. Ich glaube, wir können inzwischen schon ein ganzes Zimmer damit füllen. Mit den Sachen, die du da immer wieder regelmäßig bei den Speedrun-Events machst. Also danke dir, Traumfalke. Hut ab. Wir fühlen uns geehrt, dich zu kennen. Ich bin hier gerade am Vlog aufnehmen. Möchte man nur so betonen. Gut. Ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, wieso ich so glücklich bin, dass wir so viel Unterstützung hatten. Soll ich jetzt einfach lauter reden? Nein, das tue ich nicht. Ich würde gerne hier fertig werden. Wäre das zu viel verlangt? Was man einfach erwähnen muss, ist das bekannte ESA-Phänomen. Ich nenne es Phänomen. Ich habe früher andere Begriffe gewählt, die halt etwas, ja,
interessanter klingen, um es so zu sagen. Events wie die Speedcon oder die ESA, die halt in Europa stattfinden, ziehen halt massiv deutschsprachige Runner an. Runner, die uns normalerweise bei Events unterstützen. Viele von denen geben uns dann vorher noch Speedrun. Ich schwöre, wenn das jetzt ein 1-Stunden-Vlog wird, nur weil du da oben irgendwie meinst, Lärm zu machen, komme ich hoch, wenn ich mit dem Vlog fertig bin und ramm dir den Bohrer in den Anus. Ohne Vaseline. Mit einem Feuerwerkskörper hinten dran. Erhitzt. Heißglüht. Ich mache ernst? Okay. Also sorry, wenn dieser Vlog absolutes Chaos ist. Ich habe einfach nur nicht Zeit und Lust, da jetzt irgendwie zu pausieren und aufzuhören. Das kann sich jetzt noch hinziehen und ich muss das jetzt einfach durchziehen. Ich habe noch genug anderes zu tun. Wie üblich. In den meisten Fällen... Oder in vielen Fällen geben uns halt die Runner dann nochmal Speedrun-Notes, entweder von sich aus oder wenn wir halt nachfragen. Danke an dieser Stelle an Zed und Tukaloni, die mir halt Notes gegeben haben zu ihren Runs, die auch sehr hilfreich waren. Notes beziehungsweise Erklärvideos, aber kommt auf selber hinaus. Es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir konnten natürlich nicht alles abdecken. Red Cat, Haunted Castle zum Beispiel. Oder, was war das noch? Ich glaube, Parameter 2. Parameter 2, da scheiden sich die Geister, ob das jetzt Trash Talk war oder ob das gut war. Zerteiler meint, das wäre gut gewesen. Er hat sich es mal im Nachhinein angesehen. Während andere Leute meinten, das wäre eher Trash-Talk-Talk gewesen. Also da warte ich noch das Feedback von anderen Leuten ab. Was aber Dings definitiv Trash-Talk war Prince of Persia, War of Intro Ending, No Magic Glitches. Der Run lief einfach zu einer beschissenen Uhrzeit, sonst hätte ich den kommentiert. Ich liebe die Prince of Persia Runs mittlerweile. Die sind auch sehr gut kommentiert, also man kann problemlos Notes zu den Runs finden. Aber um 3.32 Uhr, sorry, da bin ich am Pennen. Und so zieht sich das einfach durch, dass wir überall kleinere und größere Lücken hatten. Aber, ja. Im Groben und Ganzen können wir mit dem Event zufrieden sein. Vor allen Dingen auch deshalb, das kann ich jetzt nicht einblenden, aber die Zuschauerzahlen. Man muss Folgendes bedenken. Wir hatten es mit massiver Konkurrenz zu tun. Nicht nur, weil sehr viele Leute bei der Speedcon waren. Und da auch viele Leute dann zugeguckt haben. Es gab die TwitchCon mit prominenten Gästen. Und es gab die ESA at TwitchCon, die parallel dazu noch gleichzeitig auf Speedgaming Deutsch gerestreamt wurde. Übrigens, Hut ab vor diesen Jungs, dass sie das innerhalb so von kurzer Zeit aus dem Boden gestampft haben, den Restream. Also, ich bin gespannt, wie sie das jetzt mit ESA Summer 2019 machen. Da haben sie mehr Zeit, sich da vorzubereiten. Wird wahrscheinlich so wie ESA Winter werden. Also eine sehr gute Leistung. Also, falls ihr ESA sehen wollt, Speedgaming Deutsch. Kann ich nur empfehlen. Zurück zu uns. Unsere Zuschauerzahlen waren während des Restreams unglaublich.
Wir hatten ein Maximum an Zuschauern am 13. April mit 469 Zuschauern gleichzeitig. Der Sonntag war mit 444 Zuschauern nur geringfügig schlechter dran. Freitag waren wir 329 Zuschauer. Und Mittwoch sogar 380 Zuschauer. Da fehlt jetzt der Donnerstag, aber der ist da irgendwo dazwischen. Also ihr seht, wir waren immer, auch wenn wir neu gestartet haben, locker über 300 Zuschauer, egal zu welcher Uhrzeit quasi. Okay, das ist jetzt ein bisschen drüber, trotzdem, das ist unglaublich. Wie gesagt, wir hatten starke Konkurrenz. Und trotzdem diese Anzahl an Zuschauern, mind blown. Also wirklich unglaublich. Also, ich kann mich nur verneigen. Es ist einfach unglaublich, was für eine tolle Community ihr seid. Das mag jetzt zwar corny klingen, aber danke euch, Leute. Ich bin gespannt drauf, wie es bei RPG Limit Break sein wird, aber da komme ich jetzt drauf. Also Fazit, Speedcon war ein unglaublich gutes Ereignis, ein unglaublich guter Restream und weiter geht's im Takte. So, RPG Limit Break. Also man merkt einfach, RPG Limit Break ist ein Special Interest Event. RPG Speedruns sind nicht jedermanns Sache, sie dauern halt immer etwas länger. Aber trotzdem habe ich nicht hier ein. Ich glaube, ich habe vergessen, hier Leute einzutragen, fällt mir gerade auf. Also da wird sich noch ein bisschen was ändern. Also Tales of Zestiria hat sich Nagakuga eingetragen, oder gemeldet, nicht eingetragen. Nagakuga. Und ansonsten seht ihr ja halt, wir haben die eine oder andere größere Lücke. Skyrim entscheidet sich jetzt noch diese Woche, ob wir da, wen wir da als Hauptkommentator haben. Luna Dragon Song. Ja. Wir haben da einfach sehr viele größere Lücken, aber das ist einfach so. Wie gesagt, RPG Limit Break ist ein enormes Special Interest Event. Ich fällt mir gerade auf, dass ich hier noch Intro vergessen habe einzuschreiben. Das einfach nicht jeden interessiert. Das merkt dann auch Damage intern einfach. Aber trotzdem bin ich glücklich, dass wir das jetzt dieses Jahr wieder restreamen können. Und ich bin echt gespannt drauf. Es gibt jede Menge gute Runs. Vor allen Dingen hier Final Fantasy X bin ich auch froh, dass wir mit Psychonaut heißt du, glaube ich, auf Twitch, also Psy, dass wir da jemanden haben, der uns da beim Kommentieren unterstützen kann bei Final Fantasy X, der auch den Run gut kennt und so. Das ist schon eine Riesenerleichterung, weil ohne Psy wäre es interessant geworden, wie wir das hätten stemmen können. Wir hätten es vielleicht irgendwie geschafft, ohne es als den Trash-Talk ausatmen zu lassen, aber trotzdem. Auf jeden Fall freut euch auf RPG Limit Break. Es fängt am 5. Mai an. Wir machen um 18.30 Uhr schon bei den Stream an mit dem Intro-Gedudel. Und dann geht's mit Final Fantasy Type 0 HD los und
und Veni und Yuki als Kommentatorenteam. Es wird in das. Es wird interessant werden, es wird schön werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ja. In dem Sinne, man sieht sich dann am Sonntag, den 5. Mai ab 18:30 Uhr. So, was gibt's Neues in Sachen Verein? Wenn alles glatt läuft, werden wir diese Woche die finalen Sachen erledigen, die wir halt brauchen, damit der Verein endgültig existiert. Ich hatte jetzt heute schon den ersten Termin bezüglich eines Kontos. Da habt ihr auch einige interessante Sachen erfahren. Und ja, da mal gucken, schauen, tun. Wenn das über die Bühne ist, dann gibt es endlich nichts mehr, was wir dann noch erledigen müssen. Ja, da jetzt zu tun gibt es eigentlich immer noch genug. Wir müssen uns da hier und da ein paar Gedanken machen, aber dann ist der Verein da und auch das ZFM ist dann endgültig in trockenen Tüchern. Naja, mehr oder weniger. Muss auch, da gibt es noch einiges zu tun. Stichwort ZFM. Ich hasse das. Die Submissions-Phase ist offen. Die Submissions-Phase ist offen, falls ich das nicht erwähnt habe. Und zwar könnt ihr bis zum 19.05. um 23.59 Uhr über dieses Formular eure Runs submitten. Ich wäre schon nächstes mit dem Vlog durch, wenn nicht der Lärm wäre. Es tut mir leid, Leute, dass der Vlog halt dadurch künstlich in Länge gestrickt wird. Es war nicht meine Intention. Bis zum 19.05. könnt ihr halt noch Runs einreichen. Bei Fragen könnt ihr euch an Veni wenden oder auch an mich. Wir haben auf unserer Homepage haben wir einen Artikel, wo halt erste Infos verlinkt sind. Auch das werde ich alles verlinken, also freut euch drauf. Es wird noch ein bisschen erweitert werden. Was, also sind, wie gesagt, ist noch einiges offen, unter anderem auch Mass Housing, wo wir halt noch gucken müssen, ob und wie wir das irgendwie noch anbieten können. Ich werde da jetzt nichts garantieren, einfach aus dem Grunde, weil das noch viel zu unsicher ist. Wir versuchen natürlich, da irgendwas anzuleiern, aber ansonsten würde ich einfach nur empfehlen, schaut euch um, dass ihr für diesen Zeitraum und dass ihr für diesen Zeitraum halt euch ein Hotel oder eine Jugendherberge oder irgend so etwas sucht. Einfach nur der vorsichtshalber. So. Slow Runs Live. Die Jungs von Slow Runs Live haben wieder ein Event vor, und zwar Summer Games Dance Slow 2019. Das Event soll vom 1. bis 4.8. Stattfinden. Und man kann da Runs submitten.
Einmal hier Einsendungen und einmal hier gibt es auch noch ein Mystery Challenge Turnier. Was dann. Was dann im Laufe von Summer Games dann Slow stattfinden soll. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr da halt was bitten würdet. Es lohnt sich. Wir werden es nicht restreamen, aber ich denke, wir werden da, wenn wir da gerade nichts anderes planen, die Herrschaften hosten. So. Und dann hat MarioFan wieder ein bisschen, war wieder aktiv. Er hat nämlich während der SpeedCon ein paar Best-Offs gemacht zu AGDQ 2019, der SpeedCon 2019 und dem ZFM 2015. Und dann seht ihr auch noch hier ein paar Shorts, wo er Clips aneinander gecuttet hat, sinnvoll aneinander gecuttet hat. An dieser Stelle danke dir MarioFan für deine Arbeit. Ich kann euch die Videos nur empfehlen. Und ich bin schon gespannt drauf, ob und was er demnächst machen wird. Ob er zu Apple Stimmt Break was machen wird oder zu SDQ oder was auch immer. Aber das werden wir da sehen. Übrigens, Stichwort SDQ. Die Planungen intern haben begonnen, aber ich werde die Planung extern erst nach Apache Limit Break anfangen. Einfach nur, damit es nicht so unübersichtlich wird. So. Jetzt wird's politisch. Danke an alle, die da waren. Falls ihr euch nicht für Politik interessiert. Himmel nach Schnurrnachzwirn. Falls ihr euch nicht für Politik interessiert, könnt ihr jetzt abschalten. Ansonsten, Artikel 13 bzw. Artikel 17 ist durch. Alle Hoffnungen haben sich zerschlagen. Die Politik hat sich wieder vom Feinsten gezeigt, beziehungsweise hat Augenwischerei betrieben und sie halt auf Betreiben der SPD ein Zusatztext mit hinzugefügt wurde, in nur noch betont wurde. Es tut mir leid. In dem nochmal betont wurde, ja, aber kein Upload-Filter und so. Alles Murks. Alles Murks. Letzten Endes, es kommt halt darauf an. Gott, ich mach das so konfus mit dem Närm. Am 25. Mai war das, glaube ich. Mal kurz nachgucken. 26. Mai war das. Findet die Europawahl statt. Das heißt, also, ihr müsst wählen gehen. Ich werde euch nicht sagen, wen ihr wählen solltet. Macht euch einfach schlau. Ich denke, dass kurz vor der Europawahl nochmal über die üblichen verdächtigen Zusammenfassungen gepostet werden, welche Gruppierung wie für Artikel 13 abgestimmt hat. Tut mir nur den Gefallen und wählt nicht. Und wählt nicht aus Protest die AfD. Das ist alles, worum ich bitte. Wieso, weshalb, warum? Macht euch selber schlau. Schaut euch im Netz um. Und wenn ihr nicht wählen wollt, wisst ihr dann sonst, was ihr. Und wenn ihr nicht wissen wollt. Gott. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr stattdessen wählen wollt. Am 3. Mai startet der Wahl-O-Mat für die Europawahl. Ich bin so kurz zum Ziel, Alter. Da könnt ihr dann. Da erhaltet ihr dann Empfehlungen, was ihr eventuell wählen könntet. Ich habe schon eine ungefähre Ahnung, wen ich wählen werde, aber das hätte ich jetzt nicht hier laut im Vlog sagen.
geht wählen. Seid nicht so frustriert von dem, was jetzt da zuletzt geschehen ist, dass ihr jetzt nicht wählt, weil das ist tödlich. Dann stärkt ihr die Partei, die am Ende gewinnt. Oder noch schlimmer, ihr geht wählen und wählt dann aus Protest halt eine Partei, die im Parteienspektrum etwas weiter rechts ist. Und wo nur minimale Unterschiede zu rechtsradikalen Parteien existiert. Geht wählen, macht euch vorher schlau, lasst euch Parteiprogramme zukommen, falls ihr das durchlesen wollt. Macht euch die Arbeit. Macht euch die Arbeit, geht bevor ihr wählen geht, damit ihr wirklich wisst, wen ihr wählen wollt. Diese Europawahl ist wichtig, weil es wird eine Wahl werden, wo halt über die Zukunft von Europa mit abgestimmt wird. Die rechten Parteien, die halt mit Europa nichts am Hut haben, werden vermutlich gestärkt werden. Wie stark sie allerdings gestärkt werden, das liegt auch an uns. Und ich will hoffen, dass die Stärke der rechten Parteien niedrig ausfallen wird. Ich glaube an Europa. Ich glaube an das, was Europa, was die Idee hinter Europa präsentiert. Nur Europa muss halt reformiert werden. Es muss halt was gemacht werden. Es muss halt auch was gegen Lobbyismus und so getan werden. Nur dazu braucht es halt die richtigen Leute. In dem Sinne, macht euch schlau, wen ihr wählen wollt. Ich werde bis zur Europawahl das immer und immer wieder wiederholen. Europa ist gut. Lasst euch nichts vormachen. Europa ist eine geniale Idee. Nur meiner Meinung nach ist die Lösung für diese Europaverdrossenheit und so nicht weniger Europa, sondern mehr Europa. Dass es halt wirklich irgendwann in der Zukunft es kein Deutschland oder so mehr gibt, sondern nur noch eine Vereinigten Staaten von Europa oder so etwas. Das wäre mein Wunschtraum. Ich werde es nicht miterleben. Das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht irgendwann meine Nichten oder meine Nachkommen. Das wäre schön. Okay, das war ein etwas längerer Vlog. Unfreiwillig, weil ich bin friedlich, ich bin fromm. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Zuhören. Lest euch die Zusammenfassung durch. Der nächste Vlog wird nachher bitte Limit Break kommen. Und in dem Sinne, Toodles, Totsiens, halt die Ohren steif. Bye.